Löse deine Blockaden auf. Der zweite Teil. Ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Satsang. Zurückerinnerung an deine Wahrheit. Ihr Lieben, gestern musste ich meinen Tagesimpuls etwas abrupt abbrechen, weil der Gärtner kam mit seinem LKW und den Grünschnitt aufgeladen hat. Tja, viele haben mir geschrieben, es ist super, dieses Open-Air-Büro. Aber das Open-Air-Büro ist halt Open-Air und das heißt, da kommt auch manchmal auf der Wendeplatte jemand vorbeigefahren, den ich nicht einplanen kann. Und dann ist es eigentlich schade, wenn ich so wertvolle Inhalte schon draufgesprochen habe. Und es waren ja gestern schon immerhin 6 Minuten mit wertvollem Inhalt und habe ich gedacht, nee, das möchte ich jetzt nicht einfach vernichten und entschuldigt bitte diesen etwas abrupten Abbruch. Es geht weiter, die Beseitigung von Blockaden, da waren wir gestern stehen geblieben und jetzt möchte ich in Ruhe, in der Hoffnung, dass kein Postbote, kein Getränkelieferant, kein Rasenmäher, ich habe ein Rasenmäher-Trauma, weil hier wirklich jeden zweiten Tag jemand mit seinem Rasenmäher um die Ecke kommt, aber im Moment ist alles ruhig, ich gebe es hoch in die geistige Welt. Und wir vertrauen jetzt einfach mal darauf, dass wir in Ruhe unseren Tagesimpuls machen können. Ein Rasenmäher-Trauma. Genau. So, ihr Lieben. Die Beseitigung von Blockaden ist also der einzige Weg, um Hilfe und Heilung zu gewährleisten. Nochmal. Es ist unsere Verantwortung, Blockaden der Vergangenheit, Blockaden in unserem Körper, in unserem Denken aufzulösen. Das machen wir in der Ausbildung zum Satsang Practitioner. Und es ist immer wieder eine Herausforderung. Blockaden setzen sich im Körper ab, im Denken, im fehlgeleiteten Verstand. Und meistens erkennen wir diese Blockaden gar nicht selbst. Und da tragen wir uns gegenseitig durch. Die Ausbildung ist dazu da, dir deine Blockaden zu spiegeln und dich aus dieser dunklen Nacht der Seele rauszuholen. Denn die Seele an sich hat keine Blockaden, kennt keine Blockaden. Wie auch. Denn Liebe kann nicht blockiert sein. Liebe ist im Fluss. Nur wir können Blockaden errichten durch unseren abgespaltenen Verstand und dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes blockiert. Hilfe und Heilung sind die normalen Äußerungen eines Geistes, der durch den Körper wirkt, aber nicht in ihm. Nochmal ganz wichtig. Hilfe und Heilung sind die normalen Äußerungen eines Geistes, der durch den Körper wirkt, aber nicht in ihm. Glaubt der Geist, der Körper sei sein Ziel, so verzerrt er seine Wahrnehmung des Körpers und dadurch, dass er seine eigene Ausdehnung über den Körper hinaus blockiert, löst er Krankheit aus, indem er Trennung fördert. Trennung hat nie stattgefunden. Der Körper ist aber ein Mittel, das für Trennung steht. Hier ist mein Körper, dort ist dein Körper. Der Körper ist ein Erfahrungsinstrument der Trennung. Und hier können wir natürlich auch den fehlgeleiteten Geist, den abgespaltenen Egoverstand in seiner Tätigkeit sehr gut beobachten. Und für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, in einem Körper zu lesen. Die Beine, der Darm, die Haut, die Augen, das sind alles unsere Spiegel. Und ihr habt bestimmt schon viele Bücher gelesen über den Darm, denn nichts ist so sensibel wie unsere Verdauung.
Der ganze Verdauungsapparat reagiert hochempfindlich auf Blockaden. Und wenn hier steht, Hilfe und Heilung sind ganz normale Äußerungen eines Geistes, der durch den Körper hindurch wirkt, aber nicht in ihm. Das heißt, diese Geistenergie geht durch den Körper hindurch und der Körper ist auch durchlässig, denn der Geist ist nicht im Körper verankert, sondern er zieht hindurch als Energie und macht dann auch keine Symptome, macht keine Blockade in dir, in deinem Körper. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir natürlich auch realisieren, dass der Geist ein separates Gebilde ist und der Körper auch. Du bist nicht dieser Körper. Ich möchte weiter vorlesen. Den Körper als separates Gebilde wahrzunehmen, muss zwangsläufig Krankheit fördern, weil es nicht wahr ist. Ein Kommunikationsmittel wie der Körper verliert seine Nützlichkeit, wenn es für etwas anderes, deine Blockaden, verwendet wird. Ein Kommunikationsmittel als Mittel zum Angriff einzusetzen, ist eine offensichtliche Verwechslung seines Zweckes. Kommunizieren heißt sich verbinden und angreifen heißt sich zu trennen. Wie kannst du beides gleichzeitig mit dem gleichen Ding, Körper, tun und nicht leiden? Die Wahrnehmung des Körpers kann nur durch eine Zielsetzung vereinheitlicht werden. Das befreit den Geist von der Versuchung, den Körper in vielerlei Licht zu sehen und übergibt ihn gänzlich dem einen, dem göttlichen Licht, in dem er wirklich als Körper verstanden werden kann. Ein Lernmittel, in Klammer Körper, mit einem Lehrziel zu verwechseln, ist eine grundlegende Verwechslung, die das Verständnis beider blockiert. Lernen muss über den Körper hinaus zur Wiedereinsetzung der Macht des Geistes in ihm führen. Das lässt sich nur dann erreichen, wenn der Geist sich ausdehnt und sich selbst in seiner Ausdehnung nicht hemmt. Die Hemmung des Geistes ist die Ursache aller Krankheit, weil nur Ausdehnung die Funktion des Geistes ist. Und darüber, ihr Lieben, haben wir im letzten Meeting der Ausbildungsgruppe ausführlich gesprochen. Wir hatten so unterschiedliche Krankheitssymptome und der Geist will nur fließen. Der Geist kennt keine Blockade. Und der Geist verursacht auch das, was du in deinem Handeln tust, was du sprichst. Und das ist im Fluss. Das ist ein stetiger Fluss, wie der Lebensfluss. Wie ein Fluss, der immer fließt. Angst, Wut, destruktive Gedanken stören diesen natürlichen Fluss und verursachen Krankheit. Das haben wir sehr ausführlich gesprochen in der Ausbildungsgruppe und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell auch Krankheitssymptome sich auflösen, wenn wir das mal erkannt haben, dass wir den Geist fließen lassen. Wenn du da Fragen dazu hast, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Ich nehme mir gerne die Zeit für eine persönliche Beratung kostenfrei. Ganz wichtig, denn mir ist wichtig, dass du diesen Zusammenhang zwischen Trennung, Körper, Blockade und heiligem Heilungsenergiefluss begreifst.
Denn dein Erwachen ist viel mehr als das Rückkehren nach innen, Satsang. Es ist viel mehr. Denn dein Heiliger Geist, der geheilte Geist, ist die Kommunikation in die göttliche Liebe, in die Ganzheit mit Gott, in der du immer warst, schon immer gewesen bist, es aber jetzt nicht mehr wahrnimmst, weil dieses Trennungsmittel Ego die ganze Zeit mit Angst, Unruhe, Gedankenstress, destruktiven Gedanken reinkrätscht. Das macht die ganze Sache sehr schmerzhaft. Hier steht weiter: Das Gegenteil von Freude ist Depression. Fördert dein Lernen Depression statt Freude, so hörst du sicher nicht Gottes freudigem Lehrer und lernst nicht seine Lektionen. Einen Körper als irgendetwas anderes, als ein Mittel zur Kommunikation zu sehen, heißt, deinen Geist zu begrenzen und dich selbst verletzen. Gesundheit ist deshalb nichts anderes als ein geeinter Zweck. Jeder Körper möchte gesund sein. Und wenn dein Geist frei fließen darf, dann bleibt er das auch. Wenn der Körper dem Zweck des Geistes unterstellt wird, wird er ganz, weil der Zweck des Geistes eins ist. Angriff kann nur ein angenommener Zweck des Körpers sein, weil der Körper unabhängig vom Geist gar keinen Zweck hat. Du wirst vom Körper nicht begrenzt. Und der Gedanke kann nicht Fleisch werden. Doch kann der Geist durch den Körper manifestiert werden, wenn er über ihn hinausgeht und ihn nicht als Begrenzung deutet. Jedes Mal, wenn du einen anderen als vom Körper begrenzt oder auf ihn begrenzt siehst, dann folgst du dieser Begrenzung. Das bedeutet, wenn dir ein Mensch begegnet und du siehst ihn als den Körper, als den aggressiven Nachbarn, als die schlecht gelaunte Kollegin, als die dominante Mutter, dann bist du in der dritten Dimension, du bist in der materiellen Dimension und du missbrauchst den Körper. Der Körper ist ein reines Kommunikationsmittel und soll dir als Erfahrungsinstrument dienen, um zu spüren, ich dehne meinen Geist aus. Er ist nicht begrenzt auf diesen Körper. Und ich kann es nur immer wieder sagen, wenn du in deiner Vergebungsarbeit bist, praktizieren, praktizieren, praktizieren. Alle in der Satsang-Familie wissen das, in der Community wissen das, in der Ausbildung wissen das. Das bedeutet, diese Disziplin, dieses Durchhaltevermögen, dass ich immer wieder weiß, ich vergebe mir, ich vergebe dir. Ich habe mich für schuldig gehalten, ich habe dich beschuldigt. Doch beides ist nie geschehen. Es war eine Projektion der Schuld, der Scham, der Angst, der Minderwertigkeit, von Mangelthemen. Und wenn du genau das auflösen möchtest, die Ursache aller Blockaden in deinem Körper, dann sprich mich an. Ich kann es euch nur anbieten, denn das ist die Funktion, das ist der Weg hin zur Erlösung. Ihr Lieben, ja, es war ganz schön viel jetzt, ist auch eher Inhalt der Ausbildung zum Satsang-Praktizierenden, aber ich möchte immer wieder solche Inhalte auch in unsere Tagesimpulse einfließen lassen. Jetzt verabschiede ich mich aus unserem Open-Air-Büro mit den wunderschönen Assistentinnen. Heute ganz ohne Geräuschkulisse von außen. Und ich sage in größter Liebe zu dir Namaste. Bleib in deiner Kraft und sage dir, leicht leben lohnt sich. In jedem
heiligen Augenblick. Alles Gute für dich und bis bald.